Herzlich willkommen zu Skagil, dem Podcast für Transformationen im skaliert agilen Umfeld. Hier erfährst du alles, was du benötigst, um nicht nur in die agile Welt einzutauchen, sondern auch wie Agilität Organisationen in einer sich immer schneller verändernden Welt ermöglicht, komplexe Produkte zu entwickeln und zu liefern. Und jetzt fängt es an mit eurem Gastgeber, Matthias Bullmann. Moin zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Skagil, skaliert agilisieren mit Matthias, also mit mir. Herzlich willkommen. So, heute kommen wir zu einem sehr, sehr geilen Prinzip, und zwar Prinzip Nummer 6. Ja, visualisieren und begrenzen des sogenannten Work in Progress. Ich benutze dieses Wort auch auf Englisch. Reduzieren der Batchgröße und Verwalten der Kühllänge. Also, jetzt sind wir im Bereich Kanban. Jetzt haben wir dieses Thema natürlich noch nicht, was ist ein Kanban. Ich fange mal sehr, sehr einfach an. Wenn ihr euch eine Tabelle aufbaut und sagt, ich habe hier in der ersten Spaltenbeschriftung steht, ist mein Backlog, also Arbeit, die ich machen möchte, dann komme ich in die nächste Spalte. Dort steht dann einfach mal in Arbeit, und dann kommt die dritte Spalte und da steht dann einfach mal fertig. Ja, das ist so ein kleines Kanban, was ich mir mal aufbauen kann. Ja, zum Thema Kanban komme ich noch mit Herrn Kanbanski. Grüße gehen hier auch raus an meinen lieben Freund Marc Bauer zu einem späteren Zeitpunkt. Da werden wir uns um das Thema nochmal explizit kümmern. Für euch reicht das jetzt aber. Also als allererstes, ganz, ganz wichtig, wie viele Stunden pro Woche arbeitet ihr nicht an der Arbeit, an die ihr arbeiten sollt? Und wenn ihr jetzt schon ungläubig guckt und sagt, ich arbeite immer an der Arbeit, die ich soll, sogar noch länger als meine eigentliche Arbeitszeit, dann habt ihr die Antwort gegeben, die definitiv falsch ist. Also, Grundsatz Nummer 1, wenn ich eine hohe Utilisation habe, also dass ich 100% meiner Arbeitszeit auch dafür aufwende, an meiner Arbeit zu arbeiten, dann habe ich ein Problem. Ja, es sollte maximal 80% betragen, ja, weil erstens kommen immer noch Sachen dazu, die mich dazu bringen, mehr zu arbeiten. Und wenn ich schon zu 100% verplant bin, dann komme ich in Stress, Druck und irgendwann in die Burnout-Situation. Übrigens, Burnout haben wir für uns adoptiert in unseren Büroetagen. Kommt aber aus dem Bereich der Pflege. Ja, ist damals bezeichnet worden für Menschen in pflegenden Berufen, die viel Spaß am Helfen haben. Ja, damit haben sie ihre eigenen Bedürfnisse befriedigt. Ja, und weil wir so viel helfen wollen und das über die Maßen, ist dann irgendwann das Ganze ins Negative gekippt. Die Menschen sind fertig geworden und das nannte man damals Burnout. Also, Grüße gehen raus, gerade in dieser Zeit im Jahr 2021 an die pflegenden Berufe. So, also ganz wichtig, 80-20-Prinzip, 80% arbeiten an eurer Arbeit, die ihr normalerweise auch macht, also an Projekten, Tagesgeschäft, 20% eben nicht. Ja, wir waren ja vorhin auch nochmal oder in den letzten Wochen bei dem Thema Lernzyklen, ja, Retrospektiven und Co. Dafür muss ich mir natürlich auch mal Zeit nehmen. Ja, die ist ja in unserer normalen Arbeitszeit ja gar nicht, da denken wir ja gar nicht dran. Ah ja, Retrospektive, ah ja, dann sind es wir eine Stunde oder zwei, ne? Und da wir das ja auch auf höheren Ebenen fortführen wollen, um Lernzyklen im gesamten System auch umzusetzen und besser zu werden, ja, wie gesagt, 80-20. Also, das ist das allererste. So, dann kommen wir zum Thema, ich mache es jetzt mal ein bisschen leichter, reduzieren der Batch-Größen. Das sind die Größen der Arbeit. Ne? Also immer gucken, wie kleinteilig ihr die Arbeit organisieren könnt. Ja, wenn ihr große Arbeiten habt, braucht ihr länger Zeit. Ja, braucht ihr länger Zeit, kriegt ihr später Feedback, wenn es nicht so ist, wie es sein sollte, braucht ihr wieder länger, um das Ganze anzupassen. Also, ja,
Inkrementelles Arbeiten bedeutet vor allen Dingen auch kleinteiliger die Arbeitspakete organisieren. So, dann kommen wir zum Thema Visualisieren und Begrenzen des Work in Progress. Also Visualisieren habe ich euch gerade erklärt, ja, Tabelle mit drei Spalten, erste Spalte Arbeitsvorrat, zweite Spalte in Arbeit, dritte Spalte fertig. Das ist so das Grundkanban, mit dem ich mit vielen Teams arbeite. Wichtig ist, dass ihr euch regelmäßig dann auch Gedanken darüber macht, dass diese Tabelle ist euer Arbeitsprozess, ja, wie ihr den natürlich dann noch optimieren könnt. Da kommen wir später zu. So, jetzt gibt es ein sogenanntes Work in Progress, ja, Limit. Das heißt, das ist die Limitierung der Arbeit in einer Spalte. So, in der Regel in meinem Arbeitsvorrat, ja, kann ich das natürlich auch begrenzen, ja. In der Regel ist da aber ganz viel drin, ja. Gute Teams haben auch da ein ganz klares Priorisierungsprinzip und werfen auch Dinge, die noch nicht mehr angefangen sind, irgendwann auch raus. So, meistens fängt es aber an dann, wenn ich im Bereich des Arbeitens bin, also in Arbeit. Ja, stell dir mal vor, du hast jetzt 10 kommende Aufgaben für die Woche und am Montagmorgen packst du dir jetzt alles mal in Arbeit und fängst alles irgendwie an. Ja, dann schreibst du eine Mail, dann fängst du mit der Tabelle an, hörst die nicht auf, fängst mit einer PowerPoint-Präsentation an. Ja, und so geht das weiter. Du musst dich ja überall auch wieder eindenken. Ja, es ist ja unfassbar, was da auch dann mit dir passiert. Ja. Und deswegen machen wir dieses Work in Progress Limit. Wir begrenzen das und sagen, wir wollen nicht mehr als x Arbeiten parallel abarbeiten. Pro Person in einem Team sagen wir in der Regel 1. Ja, das heißt, habe ich 10 Leute im Team, sind da maximal 10 Dinger erlaubt. Ja. Das bedeutet also eine pro Person. Ist auch nochmal wichtig zu sagen. Denn es gibt auch Teams, die haben dann ihre 10 da drin und 8 gehören einer Person. Das ist nicht so lustig. Ja. Und warum ist das nicht so lustig? Überleg dir es doch mal. Gib dir jetzt mal 10 Sekunden Zeit. Warum? Also, was passiert? Ich habe erstens größere Zyklenzeiten. Ja. Das bedeutet, dass Dinge, die neu dazukommen, Arbeiten, die neu dazukommen, länger brauchen, bis sie fertig sind. Ja, in der Kanban-Folge werden wir auch noch mal über das Thema High-Speed-Zeile sprechen, also wo ich sage, das ist eine Priorität, ja, und das muss dann ganz schnell durch, aber da sind wir noch nicht. Wir gehen jetzt ganz normal in Kanban aus. Das heißt, wenn ich dann eine neue Arbeit reinbringe, dauert die natürlich länger, bis sie wieder abgefertigt ist, weil ich habe ja erstmal 10 Arbeiten vor mir. Das heißt, das ist Arbeit Nummer 11, die ich ja eigentlich jetzt nicht mehr haben darf. So. Dann habe ich ein höheres Risiko, dass Dinge, die dann später reinkommen und wichtig in der aktuellen Zeit sind, später aber nicht mehr wichtig sind, der Wert, der damit aber zu einem anderen Zeitpunkt am Markt erzielt hätte werden können, uns Geld bringen hätte können. Hat er aber nicht. Und zum Zeitpunkt X brauche ich ihn nicht mehr reinbringen. Okay? So, nehmen wir mal ein Beispiel. Im Jahr 2020 gab es ja dann die Entscheidung der Bundesregierung, dass wir statt 19.7% der Mehrwertsteuersätze oder Umsatzsteuersätze nur noch 16.5% hatten. Wenn ich jetzt also ein Unternehmen bin, das Software für Firmen herstellt in diesem Bereich Buchhaltung und das nicht implementiere, wird meine Buchhaltungssoftware nicht mehr gekauft. Und ich kriege natürlich Klagen von denen, die sie jetzt nutzen und die neuen Anpassungen nicht nutzen können, ja, aber müssen. Ja, haben sie ein bisschen Problem mit. Ja, und wenn ich dann am 1.1. sage, ach, 2021, ja, wenn wir die alten Sätze gelten, ach, jetzt implementieren wir das mal, da ist es zu spät. Ja. Also zum damaligen Zeitpunkt zum Beispiel für Firmen, die Buchhaltungssoftware herstellten. Zum Beispiel, Grüße gehen raus, ist jetzt keine Werbung, an meine Ausbildungsfirma, die Datev, Snemberg, ja. Grüße gehen direkt auch nochmal an Tessi, Ina, Markus, Thomas und
Ja, ich hoffe, ich habe jetzt keinen grundsätzlich vergessen, aber bestimmt, ich kenne ja einige da. Ja, so, also, sofortiges Implementieren, Priorisieren auch ganz wichtig, ne? So, dann habe ich natürlich eine Variabilität, die sich extrem vergrößert. Weil jede Arbeit sollte ja die ein oder andere Variabilität, haben wir ja gelernt, beinhalten, um die beste Lösung zu finden. Umso mehr Arbeit ich natürlich in meinem Arbeitsvorrat habe oder ich gerade in Arbeit habe, umso mehr Variationen muss ich ja durchspielen. Ja, also wenn ich jetzt mal sage, pro Arbeitsitem habe ich durchschnittlich 3 Variabilitäten, ja, und ich habe 10 Dinger da drin, dann habe ich auf einmal 30 Variabilitäten, die ich zu bedenken habe, ne? Nämlich durchschnittlich 10 Arbeitsaufgaben mal 3 Variabilitätsmöglichkeiten. Ja, das heißt, du wirst im Kopf loco, mein Freund. Ja, das ist so. Ja, du siehst dieses Board und denkst dir nur, ich muss jetzt 4 Sekunden einatmen und 6 Sekunden ausatmen. So, denn was passiert hier? Ich habe eine sehr geringe Motivation. Denn was machen wir Menschen dann? Wir gucken uns das an und denken, boah, das kann ich eh nicht schaffen. Und dann geht der Standardmitarbeiter einfach erstmal an die Kaffeekanne und tauscht darüber aus, wie viel Arbeit er doch vor sich hat. Also, tut euch selber einen Gefallen und visualisiert euren Arbeitsprozess, reduziert die Anzahl der Arbeit pro Schritt, die ihr dort auch haben dürft. Ja, genau. Ja, und natürlich, wir haben ja auch nochmal das Thema Verwalten von Kölängen, also von Schlangenlängen. Ja, das ist die Arbeitsschlange. Ja, das haben wir ja gerade besprochen. Ja, wenn ich nichts drin habe, also kein Wipple mit drin habe, dann keine Wippbegrenzung, dann wird meine Arbeitsschlange, mein Arbeitsvorrat auf einmal sehr, sehr, sehr lang und die begrenzt sich damit. Ne? Anstatt also 20 Dinger pro Woche dann am Montag drin zu haben, sind dann nur noch 5 drin. So, es ist übrigens auch eine ganz coole Sache, wenn dann Kollegen kommen oder eure Chefin, ja, und sagen, so Meier, was ist los hier? Kommst du nochmal ran oder was ist hier los, Freunde der Sonne? Ja, was seid ihr denn für Arbeitsjünglinge? Und dann kannst du sagen, also, Frau Schmitz, Folgendes habe ich hier. Das ist die Arbeit, die ich vorhabe. Das ist die reingekommen ist. Und ihr könnt dann das auch erklären. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ob das die richtige Priorisierung ist. Da kommen wir auch nochmal zum späteren Zeitpunkt zu. Ja, aber eure Chefin könnte dann, und so habe ich das immer gemacht, ich habe gesagt, hier, das sind die Sachen, die ich mache. Ja, ist die Priorisierung so in Ordnung? Auch wieder wichtig, dass halt auch Entscheidungen Mitarbeiter selbst treffen dürfen, wenn ich natürlich Prinzip Nummer 1 bedacht habe, ja, eine ökonomische Sicht einnehmen. Ja, und natürlich das Management dafür gesorgt hat, dass jeder weiß, was passiert, wenn er Entscheidungen trifft oder nicht trifft. Das heißt, unter der Berücksichtigung, ja, dafür muss natürlich, und das war unser Abteilungsleiter auch immer transparent, ja, meistens jedenfalls, so dass wir arbeiten konnten, dass wir sagen konnten, so entscheiden wir selbst. Einmal in der Woche haben wir natürlich uns auch nochmal getroffen, haben gesagt, ist die Priorisierung so in Ordnung? Oder wir haben gesagt, wir haben jetzt die 4 verschiedenen Arbeitsaufgaben, das und das sind die Vor- und Nachteile. Ich würde das jetzt so und so machen. Ist das in Ordnung? Oder hast du neue Informationen, die uns ökonomisch mehr bringen? Ja, also an so einem kann man die Visualisierung eurer Arbeit, Arbeitsschritte, ja, könnt ihr auch ökonomisch sinnvolle Diskussionen lostreten. Auch wichtig, ne, ich bin ja auch Gehaltsverhandlungsexperte, die richtigen Entscheidungen zu treffen, bringen ja Geld dem Unternehmen. Und dann könnte man ja auch am Ende des Jahres, am Anfang des neuen Jahres sagen, Chefin, guck mal hier, was der Schmitz letztes Jahr gemacht hat. Dadurch haben wir im Vergleich zu sonst so und so viel mehr Geld verdient und ich möchte gerne so und so viel mehr Geld nächstes Jahr verdienen. So, ja,
wenn ihr es schon nicht fürs Unternehmen machen wollt, ja, dann seid doch wenigstens so egoistisch und macht es für euch selbst. Und damit ende ich für heute und sage euch Gesundheit und Liebe aus dem wunderschönen Düsseldorf. Tschüss, ciao und auf Wiederschauen. Schön, dass du mein Gast warst diese Woche. In den Shownotes findest du die Kontaktdaten für Feedback, Fragen und Social-Media-Profilen. Außerdem findest du dort Links zu externen Informationen, soweit diese heute relevant waren. Besuche mich außerdem auf www.skagil.de und lass uns doch auf LinkedIn und Xing miteinander vernetzen. Ich freue mich nächste Woche auf dich. Bleib gesund, mach's gut, bis dahin. Tschüss.